ist soweit. Die 18. Legislaturperiode des Bayerischen Landtags neigt sich dem Ende zu. Und damit ganz herzlich willkommen zu unserem Magazin Nah dran. Und ich möchte gerne gemeinsam mit Ihnen zurückblicken und auch mit dem Vorsitzenden der Freie Wähler Landtagsfraktion. Und wir fragen uns, wie lief es denn eigentlich? Welche Herausforderungen gab es und welche Weichenstellungen konnte die Fraktion vornehmen? Und schön, dass er da ist an meiner Seite, Florian Streibel. Grüße Sie. 5 Jahre Fraktionsvorsitz. Erstmal wow und Chapeau an dieser Stelle. Ja. Ihr Vorgänger war ja Hubert Aiwanger, 10 Jahre lang. Er ist ja aktuell noch Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Wie schwer wog das Erbe für Sie? Ja, das Erbe, das wog schon schwer. Also man musste ja doch erst mal da in die Rolle auch hineinfinden. Gut, ich war auch vorher ja sein parlamentarischer Geschäftsführer, von so her kannte man das Geschäft schon auch, aber dann plötzlich so aus der zweiten Reihe in die erste Reihe treten. Da hat man dann schon so erst am Anfang so ein bisschen flattern und man sagt, ja, jetzt muss man selber dann auch liefern und man hat, ja gut, dann auch seinen eigenen Stil entwickelt. Allerdings ist natürlich Hubert Aiwanger, der dann sich hinstellt, frei redet und das alles, also da muss man ja, hineinwachsen. Und ich denke aber, was auch nochmal ein Unterschied war, von der Oppositionsrolle dann in die Regierungsrolle. Und die Anforderung dann an einen Fraktionsvorsitzenden in der Regierung ist nochmal ein Tick anders wie in der Opposition. Und von so her habe ich da eigentlich dann mich ganz gut in diese Rolle hineinfinden können. Hat Ihnen gefallen? Hat mir gefallen und hat auch Spaß gemacht. Was würden Sie sagen, war der schwierigste Job als Fraktionschef? Ja gut, als Fraktionschef, also gerade in der Regierungsfraktion, ist es, man steht im Grunde zwischen Landtag und Staatsregierung. Und man ist so die Vermittlerposition, beziehungsweise man darf die Staatsregierung, Ministerrat nur Dinge beschließen, wo man sagt, da macht die Fraktion auch mit. Und man hatte immer das Geschäft des Zurückkoppelns, dass man dann sagen muss, ja, da können wir mitgehen, da können wir nicht mitgehen. Und man musste einesteils die Meinung der Fraktion auch an die Staatsregierung verkaufen. Andererseits gab es wieder die Situation, wo man dann von der Staatsregierung sagen muss, das macht Sinn, liebe Fraktion, macht es doch mit, dass man da überzeugen musste. Und dann natürlich hat man auch so eine Position inne gehabt, wo man sagt, die beiden Hauptprotagonisten, Ministerpräsident Hubert Aiwanger, dass man da oft in eine Vermittlerrolle auch hineingerutscht ist. Also und da war dann eher Diplomatie gefragt. Jetzt ist ja die Freie Wählerfraktion in der aktuellen Legislaturperiode deutlich angewachsen, und zwar von 17 auf 27 Abgeordnete. Hat das dann die Arbeit innerhalb der Fraktion eher erleichtert oder erschwert? Ja, zum einen schon erleichtert, weil sich die Arbeit dann auf mehr Schultern verteilt wie eine kleine Fraktion. Da ist jeder Einzelne noch viel stärker gefordert, allein mit Redebeiträgen im Plenum, auch in der Ausschussarbeit kommt dann auf den Einzelnen mehr Arbeit zu. Also von so her erleichtert es dann schon, also wenn mehr Schultern da sind, die tragen. Es ist aber auf der anderen Seite natürlich eine größere Herausforderung, dann aus diesen 27 auch ein Team zu bilden. Weil als Vorsitzender ist man so, ja, so der Coach von den Ganzen. Und dass man die dann zu einer Einheit zusammenbringt und ja, dann auch, sag mal, in einen gewissen Gleichgang bringt. Also dass man nicht auseinanderflattert und jeder macht, was er mag, sondern dass man sagt, ja, man hat dann eine Linie, die man durchzieht. Also das war, glaube ich, dann schon die größere Herausforderung. Lassen Sie uns mal über die CSU reden. Wie haben Sie denn die Anfangszeit als Koalitionspartner erlebt? Ja gut, die Anfangszeit war dann, wie wir die Koalitionsgespräche geführt haben, war für uns natürlich als Freie Wähler ein Neuanfang, ein Neubeginn. Keiner von uns hat jemals Koalitionsverhandlungen geführt. Also man ist da halt reingestolpert und hat so, ja, wie man sich das vorstellt, gut, wir haben uns schon so ein bisschen inhaltlich vorbereitet und gesagt, ja, die Themen und das, was uns wichtig ist, haben wir schon mal verschriftlicht, was für uns gut war. Und sagen wir am Anfang, ja, man musste die CSU dann schon auch kennenlernen. Die waren immer da sehr, sagen wir, freundlich und bemüht um uns. Aber sagen wir auch immer so, wo man sagt, naja, also man darf ihnen nicht bis ins Letzte trauen. Also die haben dann schon noch Tricks und Kniffe drauf, wo sie dann einen so ein bisschen umrunden können. Also das war, man musste seinen Stellenwert in dieser
Koalition dann schon herausarbeiten. Also dass man nicht ein eigenständiger Partner ist, dass man nicht ein Anhängsel ist, sondern dass man auch eigene Meinungen, eigene Sichtweisen hat und dass man auch den Koalitionspartner nicht immer alles durchgehen lässt. Also das hat eine gewisse Zeit auch gedauert, bis man dann auch dieses Selbstbewusstsein dann sich letztlich erarbeitet hat oder auch, sagen wir mal, den Respekt erarbeitet hat, dass man nicht einfach miteinander Schlitten fährt, sondern dass man im Grunde an jeden dann auch sagt, naja, das ist meine Meinung und das ist deine Meinung und kommen wir zusammen in einen Kompromiss oder wir kommen nicht zusammen, dann ist es halt so. Und ich glaube, das hat ganz gut gewirkt und auch, sagen wir mal, die Zeit von Corona war auch eine, die zusammengeschweißt hat. Weil das eine ist, einen Koalitionsvertrag abarbeiten, was man vorher ausgemacht hat, das ist eigentlich einfach. Aber dann in eine völlig neue Situation hineinzukommen, die ja existenziell ist, da dann also einen Weg zu finden, wie man zusammenarbeitet, das war, glaube ich, dann noch die größere Herausforderung. Sie sagen, das hat sich zusammengeschweißt, die Corona-Zeit, aber da gab es ja auch ganz schön viel Streit. Ja? Also ich sage mal so, Team Zuversicht waren die Freien Wähler und Team Vorsicht eher die CSU. Wenn Sie zurückblicken, das war schon heftig, oder, diese Zeit? Die war schon heftig, also wo man auch gemerkt hat, wo man so doch in einer gewissen Weise auseinanderdriftet. Also die CSU vorsichtiger, zurückhaltender. Und wir, sagen wir auch durch Hubert Aiwanger, eher so ein bisschen sagen, naja, das packt man schon, also das geht schon hin. Und da hat man halt einfach gemerkt, da driftet es auseinander und da musste man aber dann auch immer wieder suchen, wie findet man einen Weg wieder zueinander, wie findet man einen Kompromiss, den man dann gehen kann. Wenn der eine Hü sagt, der andere Hot, dann muss man schauen, wie geht es dazwischen durch. Und das war dann so, ja, wo ich vorher gesagt habe, die Zeit der Diplomatie, dass man dann hier einen Weg findet, auf den dann aber auch die beiden Fraktionen mitgehen, wo ja dann auch wieder viele eigenständige Charaktere sind. Also für mich war diese Zeit eher so eigentlich die Hochzeit der Demokratie, weil so viel diskutiert und Meinungsaustausch und um den richtigen Weg gerungen wie damals, hat man selten. Und deswegen also war es unterm Strich eine gute Zeit, aber eine verdammt schwere Zeit. Ich wollte gerade sagen, das Wort schwer. War es wirklich so schwer, eigene Akzente auch zu setzen in der Koalition? Ja doch, also man hat schon immer wieder dann eigene Akzente gesetzt. Also gerade wenn ich jetzt hier im Haus schaue mit unserem Transparenzgesetz, also Abgeordnetenrecht verschärft, auch der Akzent, also für die CSU war 10H-Regel, die war Stein gemeißelt. Das konnte man aufweichen, dass man jetzt also für die Windkraft also einen gangbaren Weg gefunden hat, einen Kompromiss, wo dann da auch mitgegangen wird. Also und da haben wir also auch die Sache Wasserstoffstrategie von Hubert Aiwanger. Am Anfang vor 3-4 Jahren ist das belächelt worden und jetzt sagt jeder, ja, das ist der richtige Weg und dadurch sind wir in Bayern ungefähr 2 Jahre anderen Bundesländern voraus. Also das zeigt sich dann im Nachgang, dass das die richtigen Entscheidungen waren. Gibt es Initiativen, auf die Sie besonders stolz sind? Ja, da gibt es eine ganze Menge Initiativen, wo wir stolz sind. Also das erste ist eine Initiative, die auf mich zurückgegangen ist, also dass wir eine Resolution gegen Antisemitismus hier im Haus verabschiedet haben, wo wir alle demokratischen Fraktionen mitgenommen haben, um hier auch ein Zeichen gegen also Rassismus, Fremdenhass zu setzen. Und das war sehr schön, dass wir wirklich hier also über die Fraktionen hinweg bis also mit Opposition zusammen gemeinsam ein großes Zeichen setzen konnten. Anders sind wir natürlich auch stolz auf das Ganze, was wir im Hochschulinnovationsgesetz gemacht haben. Da war im Hintergrund schon ein langes Ringen und Kämpfen, aber sagen wir, da sind Punkte dabei, auf die wir besonders stolz sind. Zum Beispiel, dass wir die Gleichstellung an den Universitäten gestärkt haben. Das muss jetzt der Frauenanteil bei den Präsidien von den Universitäten und Hochschulen müssen mindestens 40% Frauen sein, wo manche Präsidenten da ein bisschen stumm gelaufen sind. Und auf der anderen Seite haben wir die Landesvertretung der Studierenden, die haben wir also geschaffen und im Gesetz normiert, dass es jetzt einen Landesstudierendenrat gibt, der dann auch die Interessen der Studierenden, also gegenüber Hochschulen, aber auch gegenüber der Politik vertreten kann. Und das war ein großer Punkt, der uns da hier vorangebracht hat. Darüber hinaus natürlich haben wir ein
das Abgeordnetenrecht hier verschärft, also aufgrund diesen ganzen Maskendeals. Also wir haben ein Transparenzregister geschaffen, wo man sagt, jetzt wissen wir, also wer hier im Haus ein- und ausgeht, wer Lobbyarbeit machen möchte, der muss sich erst mal registrieren lassen, sodass das Ganze hier also deutlicher wird, wer beeinflusst Landtag, wer beeinflusst Staatsregierung. Darüber hinaus haben wir auch ein Aktionsbündnis ländlicher Raum von unserer Fraktion ins Leben gerufen, das dem Volksbegehren Rettet den Bienen geschuldet war, dass wir hier gemerkt haben, dass Stadt und Land auseinanderdriften. Also die urbane Gesellschaft hat eine andere Sichtweise wie die ländliche Gesellschaft und dass man hier das gegenseitige Verständnis weckt und dass man jeder weiß, ja, wie tickt eigentlich der andere und wie können wir es eigentlich gemeinsam machen. Denn also in Bayern gehört die Stadt oder die Städte und das Land gehören zusammen. Und nur gemeinsam kann man die Probleme, die jetzt da sind, lösen. Und daraus hinaus hat sich auch entwickelt eine Initiative von uns, die jetzt beim Bundesrat vorliegt, nämlich das sogenannte sensorische Erbe. Das ist so ein bisschen nach französischem Vorbild. Die haben das schon als Gesetz, dass Gerüche und Geräusche des ländlichen Raums, die unter Schutz gestellt werden können, wenn sie dort also regionaltypisch sind. Das heißt also das Quaken der Frösche oder das Bimmeln der Kuhglocken oder der Kirchenglocken, das Schreien des Hahns oder aber auch das, die Duft von, aus der Bäckerei heraus, kann alles momentan beklagt werden. Und wir wollten, dass das Beklagen nicht mehr so einfach geht. Zum Beispiel im Bundesemissionsgesetz ist Kinderlärm unter Schutz gestellt. Und so kann man natürlich auch solche regionaltypischen Geräusche und Gerüche unter Schutz stellen, die einfach zu unserer Heimat dazugehören. Und wenn jemand aufs Land geht und Ruhe sucht, ja, aber er muss auch wissen, dass das Land seine eigenen Geräusche und Gerüche hat. Und mit dem muss man sich dann arrangieren oder nicht. Und das ist dann auch die Vielfalt in unserem Land. Also, dass wir nicht alle irgendwo in einem uniformen Raum leben, also wo alles gleich ist, sondern dass eine Pluralität da ist, dass eine Buntheit und Vielfalt in unserer Gesellschaft, aber auch in unseren Lebensumständen da ist und auch in unserer Umwelt da ist. Dann der eine hat einen Weiher, wo die Frösche quaken daneben, der andere eine Wiese, wo Kühe sind und der andere hier in München hat eine Straßenbahn, die nachts um 12 dann auch noch quietscht. Also, und das ist einfach die Vielfalt, die darf ruhig auch laut sein manchmal, darf auch mal stinken, aber sagen wir, das macht das Leben aus und das macht das Leben interessant und dafür haben wir uns natürlich auch eingesetzt. Ich mag ja das Quaken der Frösche, by the way. Lassen Sie uns mal nach Berlin schauen. Sie haben sich ja in den vergangenen Monaten öfter mal über die Ampelkoalition geärgert, sage ich mal. Und das war auch immer wieder Thema hier im Bayerischen Landtag. Warum? Na ja, gut, also in Berlin mit der Ampelkoalition ist es so, dass man, wenn man jetzt das Gebäudeenergiegesetz zum Beispiel nimmt, dass hier eigentlich vieles läuft, was also durch eine ideologische Brille gesehen wird. Dass man merkt, die Menschen werden nicht mehr mitgenommen oder auch nicht wahrgenommen. Oder die Menschen im Land haben das Gefühl, diese Regierung hört uns und sieht uns nicht mehr, sondern zieht ihre Linie durch. Und das fällt natürlich auf ein Misstrauen. Und das Beste ist natürlich, also die Gesetze, die teilweise in Berlin jetzt gemacht worden sind oder gemacht werden, merkt man, dass die auch handwerklich nicht unbedingt optimal sind und dass der Entstehungsprozess dieser Gesetze auch etwas seltsam ist, wenn die Koalitionäre untereinander streiten. Der eine sagt also so nicht und der andere dann doch so und das zerstört das Vertrauen in die Politik, weil gerade in einer Koalition wollen die Leute, dass man seinen Job macht in der Regierung, aber nicht, dass man dann Hahnenkämpfe ausführt. Und jeder sagt, wie es besser geht. Also das ist eigentlich eher dann die Aufgabe der Opposition also in unserer Republik. Und deswegen war das dann hier auch immer wieder Thema. Und Thema deswegen auch, weil es interessant ist, dass eigentlich bis auf eine Gruppierung alle hier im Haus irgendwie einer Regierung angehören. Wenn man die Ampelparteien nimmt, sie gehören der Bundesregierung an, tragen da natürlich auch eine gewisse Mitverantwortung und CSU und wir gehören der Landesregierung an, also und tragen hier Verantwortung. Also hat man hier jetzt dann oft die Situation, dass über gegenseitige Regierungsarbeit
debattiert und gestritten worden ist. Und wer macht die Arbeit besser und wer nicht? Jetzt fordert Ihre Fraktion schon seit Längerem die Abschaffung der Erbschaftssteuer. Warum ist Ihnen das so wichtig? Ja, das ist uns von sehr wichtig, weil die Idee der Erbschaftssteuer sich umgekehrt hat. Also früher war es gedacht, dass halt Privatpersonen, Einzelpersonen nicht zu viel Vermögen über Generationen anhäufen können. Aber heute, da die Grundpreise immer höher werden und die Freibeträge gleich geblieben sind, ist es für Privatpersonen oder Erben kaum mehr möglich, diese Erbschaftssteuer aufzubringen. Also wenn ich jetzt sage, in München 40, 80 Quadratmeter Wohnung, 2 Millionen, das sind dann schon Summen. Und das Erbschaftssteuerrecht ist mittlerweile so komplex geworden und auch in sich widersprüchlich. Wenn ich in München also 300 Wohnungen vererbe, bin ich steuerfrei. Wenn es 299 sind, muss ich Erbschaftssteuer zahlen. Also das sind Brüche drin, die ungerecht sind. Und die Nutznießer von den Ganzen sind dann letztlich Investoren, Immobilienfonds, die dann sagen, na, dann kaufe ich mir halt dann von den Erben den Häuserblock mit den Mietwohnungen und nehme das als Geldanlage, als Wertanlage. Ob da Mieter drin sind oder nicht, ist eigentlich den Investmentfonds völlig wurscht. Das heißt, es wird dadurch die Mietraumsituation nochmal verschlimmert und Mietraum verknappt, wie wenn das jetzt der Erbe erben würde, der dann natürlich damit natürlich auch sein Auskommen und der Mieter auch sicherstellt. Also hier wird Vermögen dann von natürlichen Personen auf juristische Personen umgelagert, die qua juristische Person auch nicht sterben können, von so her nie Erbschaftssteuer zahlen müssen. Also das heißt, also wir wollen, dass das Vermögen eigentlich bei den Leuten ist. Es ist, bleibt auch die Sache, es ist Vermögen, das ja schon zigfach versteuert worden ist. Und von so her sollte es eigentlich auf die Erben auch steuerfrei übergehen können, wie es in anderen Ländern ja auch der Fall ist. Wenn man nach Österreich schaut, Schweden, Portugal oder Israel, da ist das alles also steuerfrei und diese Staaten gehen deswegen auch nicht zugrunde. Und ein weiteres ist noch, dass in Bayern macht die Erbschaftssteuer ungefähr so zwischen 2 und 3 Milliarden aus. Das ist aber Geld, das 1:1 in den Länderausgleichsfonds fließt. Das heißt also, da zahlt Bayern an die anderen Bundesländer ungefähr 9 Milliarden. Von so ist das Geld, das man hier den Bürgern nimmt, fließt dann nach Berlin oder ins Saarland oder sonst wohin. Vielleicht gelingt es ja irgendwann mal, das abzuschaffen. Ich hoffe ja, weil sagen wir, die Situation wird auch, es ist nicht nur vom ländlichen Raum, sondern auch in den Städten gerade wird es immer drängender. Und selbst wenn dann also hier ein Obi Reiter in München darüber philosophiert, ob das nicht geändert werden muss, dann glaube ich, wird das eine Situation, die in vielen Teilen Deutschlands entstehen wird und von so her muss das geändert werden. Herr Streibel, Ihr persönliches Fazit nach 5 Jahren? Mein persönliches Fazit nach 5 Jahren ist, die Freien Wähler in Bayern können nicht nur Regierung, wir können auch Krise. Also wir haben das Land mit unseren Koalitionspartnern super durch verschiedenste Krisen geführt, also von Corona angefangen über Energiekrise. Und wir sind der stabile Faktor in dieser Regierung gewesen. Also wir haben immer unseren Kurs gehalten, haben also klare bürgerliche konservative Werte vertreten und die Leute wissen, wo sie an uns dran sind und ich denke also, das hat den Freistaat nicht geschadet, sondern hat uns stabilisiert in dieser mittlerweile etwas verrückten Welt. Jetzt haben wir lange zurückgeblickt, jetzt werfen wir mal einen Blick in die Zukunft, Herr Streibel. Angenommen, die Freie Wähler-Fraktion kann die Regierungsbeteiligung im Herbst fortsetzen. Welche Ziele wollen Sie dann umsetzen? Ja gut, die Ziele sind dann also erstens mal, dass man die langfristigen Ziele weiter verfolgt. Energiewende ist das große Hauptziel, dass wir also stärker noch auf erneuerbare Energien umstalten, also und hier also von den fossilen Brennstoffen wegkommen, also unter dem ganzen Motto des Klimawandels. Aber das Ganze muss auch so sein, dass es Bayern weiter international wettbewerbsfähig ist. Das heißt, Energie muss bezahlbar bleiben, also gerade auch für Unternehmen und Industrie, dass wir hier unsere Stellung also halten können, von der dann letztlich auch der Wohlstand in Bayern abhängt. Das andere ist natürlich also alle anderen Maßnahmen, die auch für den Klimaschutz wichtig sind. Wir haben ja
erstes jetzt ein Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht mit 150 verschiedenen Einzelmaßnahmenpaketen. Das muss natürlich noch ausgeweitet werden, dass wir hier wirklich das, den Teil erbringen, den wir erbringen können. Und natürlich, gut, Bildungsarbeit ist natürlich also wichtig, dass wir hier weiter in die Bildung investieren, also wirklich von der Kita bis zur Hochschule, weil das also unsere Ressource ist für die Zukunft, also dass wir hier die klugen Köpfe und die klugen Ideen haben, denn auch ein Klimawandel können wir nur dann begegnen, wenn wir die Leute haben, die die Ideen haben, was man machen kann, die Leute haben, die die Techniken haben, das dann auch umzusetzen, die Leute, die das dann bauen, herstellen können. Also von so her haben wir da ein großes Aufgabenfeld für die Zukunft. Herr Streibel, vielen Dank für das schöne Gespräch und alles Gute. Ebenfalls, vielen Dank. Und Ihnen Dankeschön fürs Zuschauen.